Der Begriff der Baukultur ist zunächst ein Modebegriff. Er wird immer dann verwendet, wenn eine bestimmte Personengruppe die architektonische Qualität eines Landes oder einer Kommune heben möchte. Man versteht hier unter Kultur so etwas Ähnliches, wie wenn man von Esskultur oder Trinkkultur spricht, also eine Art von gehobener Lebensform oder wenn man sagt, dass jemand kultiviert sei. Es geht also darum, architektonische Qualität zu heben, auf architektonischer Qualität als einen bestimmten Wert für die Gesellschaft aufmerksam zu machen. Und hier in Graz haben wir sogar einen eigenen Fachbeirat für Baukultur. Den gibt es seit 2012. Der ist für Gebäude, die außerhalb der Altstadt errichtet werden, ab einer gewissen Größe, also 2000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, wo eine Jury von Fachleuten zusammentritt, um solche Bauprojekte aufgrund ihrer architektonischen Qualität zu bewerten. Hier in der Grazer Altstadt haben wir gleich drei Gesetzesmaterien, die sich mit dieser Baukultur, also mit der architektonischen Qualität, beschäftigen. Die älteste Gesetzesmaterie ist das sogenannte Denkmalschutzgesetz. Das geht von seinen Intentionen eigentlich bis auf die Monarchie zurück. Schon Kaiser Franz Josef hat 1850 eine solche Kommission eingerichtet, aber es ist nie zu einem wirklichen Gesetz gekommen. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, 1923, wurde das erste Denkmalschutzgesetz in Österreich verabschiedet. Das Denkmalschutzgesetz bezieht sich auf Gebäude oder auch bewegliche Kulturgüter, die entweder von besonderem historischen, künstlerischen oder kulturellen Wert sind. Das heißt also, ein Wert, der von der Allgemeinheit anerkannt wird, wo also die Öffentlichkeit sagt, das hat eine öffentliche Bedeutung und deshalb möchten wir diese Denkmale erhalten. In Graz sind sehr, sehr viele Gebäude unter Denkmalschutz. Manchmal sind es auch ganze Gebiete, zum Beispiel der Schlossberg, auf dem wir hier stehen, steht als Gesamtes unter Denkmalschutz. Auch der Stadtpark steht unter Denkmalschutz oder einzelne bedeutende Gebäude wie das Rathaus, das Landhaus, alle Kirchen der Innenstadt und so weiter. Diese Gesetzesmaterie beschäftigt sich also mit einem Objekt als Gesamtes. Das heißt, seine äußere Erscheinung, auch das Innere, auch Ausstattungsgegenstände fallen unter diesen Schutz. Als Schutzinstrument ist dieses Denkmalschutzgesetz in Österreich relativ schwach. Das heißt, es kann niemand, wenn er zum Beispiel wirtschaftlich dazu nicht in der Lage ist und Eigentümer eines denkmalgeschützten Objektes ist, verpflichtet werden, dass er oder sie dieses Objekt auch erhält. Die zweite Gesetzesmaterie, mit der wir es hier zu tun haben, ist das sogenannte Altstadterhaltungsgesetz. Das ist 1975 zum ersten Mal verabschiedet worden, dann mehrmals novelliert worden. Wir haben jetzt die Fassung von 2008. Und beim Altstadterhaltungsgesetz geht es um das gesamte Gebiet der Altstadt, inklusive der Gründerzeitviertel und einiger außerhalb davon liegender Gebiete, wie etwa dem Schloss Eggenberg oder dem Kalvarienberg. Hier geht es nicht um das Einzelobjekt, sondern es geht um das Ortsbild. Das soll als solches in seiner Charakteristik geschützt werden. Es muss also von der Altstadtkommission, die dafür zuständig ist, entschieden werden, ob ein Objekt schutzwürdig ist. Und es ist dann schutzwürdig, wenn es für die Charakteristik des jeweiligen Stadtteiles von Bedeutung ist. Also es geht nicht darum, ob das Objekt jetzt besonders alt oder besonders schön ist, sondern es geht darum, ob es für die Charakteristik, wie es im Gesetz heißt, des Stadtbildes wichtig ist. Das Altstadterhaltungsgesetz schließt keine Erneuerungen oder Veränderungen im schutzwürdigen Gebiet aus, ganz im Gegenteil. Man sagt aber, dass sich ein Gebäude dann jeweils in den Kontext, den Überliefernden einfügen muss und einfügen tut es sich vor allem durch seine architektonische Qualität. Was ist architektonische Qualität? Das ist natürlich ein subjektiver Begriff. Etwas, worüber Fachleute immer wieder streiten und sich darüber austauschen, was man unter architektonischer Qualität verstehen kann. Aber es gibt sicherlich einige Kriterien, die hier wesentlich sind. Ein Kriterium ist sicherlich
das, ob ein Gebäude auf der Höhe seiner Zeit ist, also ob es auch Ausdruck seiner Zeit ist, ob die Mittel, die architektonischen Mittel, die angewandt werden, auch wirklich dementsprechend umgesetzt worden sind, also ob es eine Grundidee gibt, die auch dann wirklich bis in die Einzelheiten hindurch verfolgt worden ist und vieles mehr. Seit den 70er Jahren gibt es eine internationale Kampagne der UNESCO, die ganze Gebäudekomplexe oder auch ganze Städte, aber auch Naturdenkmale unter Schutz stellen kann. Es ist dies die Liste des sogenannten UNESCO-Welterbes. Und seit 1999 steht auch die Grazer Altstadt auf dieser Liste des UNESCO-Welterbes. Aufgrund der einzigartigen Dachlandschaft und aufgrund der fast durchgängig erkennbaren Geschichte vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert, das eben diese sehr gut erhaltene Grazer Altstadt uns bietet. Was im Altstadtbereich besonders wichtig ist, ist natürlich das Gebot der Einfügung. Und wir haben hier zwei besonders charakteristische, teilweise auch umstrittene Beispiele vor uns, nämlich den Dachausbau für das Kaufhaus Kasten und Oehler und das Kunsthaus. Das Kunsthaus ist von seiner Form her sicherlich etwas vollkommen anderes als die Altstadthäuser aus der Biedermeierzeit und der Barockzeit, die sich rundherum befinden. Aber es besitzt auf jeden Fall eine sehr hohe architektonische Qualität. Also diese Blasenarchitektur, die ganz charakteristisch ist für die Zeit um die Jahrtausendwende, ist hier wirklich perfekt umgesetzt. Und was ganz wesentlich ist, was man von hier oben sehr schön sehen kann, dass es sich von seinen Proportionen, also auch von der Höhe des Gebäudes, sehr gut in die umliegende Dachlandschaft einfügt und dass es auch durch seine spezifische Form, also diese sehr plastische Form, die ein freier, blasenartiger Körper ist, durchaus auch eine zeitgemäße Antwort auf die plastisch durchgeformten Dachkörper der historischen Gebäude darstellt. Wesentlich umstrittener als das Kunsthaus ist die neue Dachlandschaft auf dem Kaufhaus Kasten und Oehler. Dieses eigentlich nicht schutzwürdige Dach, das aus den 60er, 70er Jahren stammt, wurde in den letzten Jahren entfernt und durch ein Neubauprojekt des spanischen Architekturbüros Nieto Estropiano ersetzt. Dieses neue Dach stellt eine sehr, sehr spannende und interessante Neuinterpretation des historischen Steildachmotivs dar, wurde aber bis heute nicht wirklich fertiggestellt und wurde auch in der Umsetzung etwas verwässert. So war ursprünglich geplant, die gesamte Dachlandschaft aus solchen sehr, sehr steilen Dächern zu gestalten und keine Flachdächer dazwischen oder fast keine Flachdächer dazwischen einzusetzen. Die Vertreter der UNESCO haben jedoch gefordert, hier möglichst wenige dieser neuen Dächer innerhalb des historischen Bestandes umzusetzen. Deshalb sieht man heute also hier einige nicht besonders attraktive, flache Dächer innerhalb dieser neuen Dachlandschaft von Kasten und Oehler. Und das Zweite, was sehr wesentlich ist, es wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass die Färbelung dieses Daches, gedacht war an Bronzeplatten, sich doch an die historischen Tonschindeldächer mehr oder weniger angleicht. Heute sehen wir ein Erscheinungsbild, das doch sehr stark aus dem historischen Bestand heraussticht und das eben von einigen als etwas unbefriedigend und störend empfunden wird. Es gehört zum Selbstverständnis von Graz und der Graz-Tourismus wirbt auch damit, dass es wir hier mit einer Altstadt zu tun haben, die nicht unter einen Glassturz und eine Käseglocke gestellt wird, sondern wo alt und neu in einem symbiotischen Verhältnis zueinander existieren. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist sicherlich das Kunsthaus von Peter Cook und Colin Fournier, das 2003 im Jahr, als Graz Kulturhauptstadt war, fertiggestellt worden ist. Das Kunsthaus dockt an ein historisches, sehr bedeutsames Gebäude an, nämlich an das sogenannte Eiserne Haus von 1848. Ein Gebäude, das damals ganz modern war, eine gusseiserne Fassade gehabt hat, das in der Folgezeit dann immer wieder umgebaut worden ist, aber dessen äußere Hülle erhalten geblieben ist. Und es gelingt dem Kunsthaus,
nicht dieses eiserne Haus in den Schatten zu stellen oder sich drüber zu stülpen, sondern mit einer klar erkennbaren Zäsur sich wirklich dran anzudocken. Und diese ganz andere Form, diese Blase, nimmt auch manche Motive des eisernen Hauses, dieses langgestreckten Quaders auf. Es gibt ein ähnlich gestaltetes Sockelgeschoss und es gibt von hier sehr gut erkennbar die sogenannte Nidel als ein schmales, vollkommen durchfenstertes Belvedere, das sich am Dach des Kunsthauses befindet. Und so sehen wir hier an einem exemplarischen Beispiel, wie also ein sehr, sehr avantgardistisches Gebäude sich in einen historischen Bestand sehr gut einzufügen versteht. Ein weiteres besonders gelungenes Beispiel, das auch international gefeiert wurde, ist der sogenannte Golden Nugget des Architekturbüros Inokat. Ein Gebäude, das 2005 fertiggestellt worden ist und eine Baulückenschließung zwischen zwei gründerzeitlichen Gebäuden darstellt. Bei diesem Gebäude hat man versucht, zunächst mal farblich sich an die gelb- und goldtonigen Nachbargebäude anzuschließen. Aber man hat vor allem auch versucht, und das ist sehr gut gelungen, eine zeitgemäße Interpretation des Themas einer vorgehängten Fassade und eines wirklichen Dachkörpers, eines Schrägdaches daraus zu entwickeln. Die Fassade selbst ist ja ganz frei, es ist eine Vorhangfassade mit verschiedenen dimensionierten Öffnungen, verglasten Öffnungen. Und drüber gezogen ist nun eine Haut aus Metallschindeln, die einen Goldton aufweisen, der auch dem Gebäude den Namen gibt, nämlich Golden Nugget. Dahinter befindet sich im Hofbereich ein sehr niedriges barockes Gebäude, das in diesen Neubau mit einbezogen worden ist. Im Erdgeschoss befindet sich auch heute noch das Büro von Inokat. Also die Architekten haben dieses Gebäude nicht nur errichtet, sondern sie verwenden es auch selbst. Seit einigen Jahren ist das Thema der Nachverdichtung ein ganz zentrales in der Stadtplanung. Denn man möchte verhindern, dass die Landschaft weiter zersiedelt wird und dass mehr Menschen wieder in den Innenstädten leben. Um das zu ermöglichen, ist unter anderem das Thema des Dachgeschossausbaus ein ganz zentrales, vor allem hier in Graz. Bei Gründerzeitbauten, wo das Hauptaugenmerk auf der Fassade liegt und der Dachkörper als solcher vielleicht nicht immer schutzwürdig ist, ist das in einzelnen Fällen sehr, sehr gut möglich. Und eines der besten und auch ältesten Beispiele für einen gelungenen Dachgeschossausbau ist dieser hier an der Ecke Glacis-Reichbauerstraße Manfredigasse, wo Klaus Kader Ende der 80er Jahre, also vor mittlerweile über 25 Jahren, einen sehr radikalen Dachgeschossbau geplant hat, der aber bis heute sicherlich als einer der besten zu diesem Thema gilt. Es ist hier ein zweigeschossiger Ausbau erfolgt in Form von eigentlich zwei Penthäusern, die terrassenförmig übereinander gestapelt sind, die man auch an den Ecken des Gebäudes sehr, sehr gut erkennt. Genau an der Stelle, wo bei Gründerzeithäusern sehr oft dann ein Turm oder ein anderes markantes Eckzeichen zu finden ist. Dort befindet sich hier eine Terrasse und an den Längsseiten des Gebäudes wurde die historische Form des Schrägdaches wieder aufgegriffen in Form eines sehr differenziert gestalteten Schildes, das also über diese Penthäuser drüber gelegt ist. Als besondere Qualität gibt es auf den Dächern des oberen Penthauses auch noch einen gemeinschaftlich nutzbaren Dachgarten.